So, in diesem Video möchte ich kurz über den Trigger oder das Triggersystem sprechen. Das ist ein sehr essentielles System am Oszilloskop und am besten kann man das, glaube ich, klar machen, wenn man sich einfach mal anguckt, was passiert, wenn man nicht oder nicht richtig triggert. Das ist ein Sinus, den haben wir eben auch schon mal stehen gesehen und der läuft jetzt einfach da durch. Gut, hier muss ich zugeben, habe ich getrickst. Ich habe nämlich falsch getriggert. Ich kann den Trigger hier nicht ausschalten bei dieser Simulation, aber ich könnte zum Beispiel auf ein Signal triggern, nämlich in diesem Fall den Kanal 2. Ich zeige mal kurz. So, dass in der Frequenz ein bisschen verschoben ist oder willkürlich daherkommt gegenüber dem Signal, das ich eigentlich sehen möchte. So, was passiert? Ich kriege kein stehendes Bild. Und wenn ich noch ein Nachleuchten einstelle, könnte ich zum Beispiel auch machen hier, indem ich Persistence oder so anmache, dann sehen Sie, irgendwann ist das ganze Bild hier vollgeschrieben. Ich könnte das noch ein bisschen krasser verschieben alles, indem ich das hier nicht auf 2000, sondern auf, was weiß ich, 3327, also irgendetwas anderes nehme. Das ist tatsächlich das Signal, auf das ich triggere. Und Sie sehen, irgendwann ist der Bildschirm vollgeschrieben und man erkennt, wenn das jetzt auch schnell vonstatten geht, wenn ich also zum Beispiel hier die Zeitbasis nicht auf eine Periode stelle, sondern auf, na, warum will er nicht? Sondern auf mehrere Perioden, so zum Beispiel, erkennt man irgendwann gar nichts. Ich kann das auch nochmal das Persistence wegmachen. Sie sehen, es läuft. Jetzt bei diesem Sinus und so langsam, wie diese Simulation verläuft, ist das durchaus noch in Ordnung. Aber man erkennt eigentlich nichts, wirklich oder nicht viel. So, was muss ich tun? Ich brauche ein System, das, upsa, ich will doch jetzt wieder ein bisschen auseinanderziehen. Ich mache jetzt auch hier mal die Persistence off. So, und lösche das auch noch mal. Jetzt sehen wir, dass es nur hin und her springt. Ich würde einfach das Trigger nehmen und würde nicht auf den Kanal 2. Wie gesagt, ich habe das in der Simulation hier künstlich gemacht. Normalerweise wäre der Trigger dann eben nicht da und das Signal würde völlig erratisch springen. Hier ist es noch einigermaßen periodisch. Ich nehme einfach zum Beispiel als Quelle für den Trigger das Signal, das mich interessiert. So, und dann müsste ich dem Gerätchen auch irgendwie sagen, wo es denn triggern soll. Hier sage ich zum Beispiel, es soll auf Edge triggern, also auf Kante, und hier auf die Rising Edge oder zum Beispiel auf die Falling. Dann würden wir jetzt eben auf die fallende Kante, gemeint ist immer die Mitte hier, dann würden wir zum Beispiel auf die fallende Kante triggern. Oder Alternating. Oder irgendwas anderes. Bleiben wir mal bei Rising. Und man kann natürlich noch andere Dinge wählen hier. Wir bleiben jetzt einfach mal bei dem einfachsten. Der soll das Edge nehmen. Das soll uns erstmal reichen. Okay, so. Dazu noch zwei, drei weitere Betrachtungen oder Fragen. Letztlich ist es ja so, dass wir, selbst wenn wir ein periodisches Signal haben, noch ein bisschen länger, ja, das reicht. Wenn wir ein periodisches Signal haben, dann wollen wir normalerweise stehendes Bild haben. Das heißt also, es soll das geschehen, was ich eben gezeigt habe. Mit der Mitte hier wollen wir dann eben symmetrisch links und rechts drumherum das Bild haben. Und meist oder häufig schauen wir uns eben periodische Signale an. Und wenn wir dann eben einfach sagen, okay, auf die Kante, dann, wenn ein gewisser Level, das muss nicht die Null sein, das habe ich jetzt nicht demonstriert, sondern auch ein anderer gewisser Level da ist, und zwar von unten nach oben oder von oben nach unten. Das eine wäre Rising, das andere wäre Falling, Edge über- oder unterschritten wird. Dann beginnt die Aufzeichnung nach rückwärts gerechnet, dann werden die gespeicherten Daten verwendet und das Bild von links nach rechts an aufgefüllt, sodass man möglichst mit dem Ziel unterwegs ist, ein stehendes Bild zu bekommen. Wenn das Bild bei periodischen
Signalen. Wenn die nicht periodisch sind, kann ich das natürlich nicht machen. Dann könnte ich auf irgendein Event oder sowas triggern. Ja, worauf man dann jetzt eben triggert, das könnte irgendwie sein, ein Edge, also ein Signal Flanke. Und dann eben die steigende, also rising, oder die fallende, also die falling edge. Könnte auch einfach auf ein externes Signal, eine externe Quelle. Synchronisieren, dann würden wir also immer den Zusammenhang zwischen dem einen und dem anderen Signal sehen. Die Triggerquelle ist wählbar. Jeder Kanal kann genommen werden. Also kann man es eben auch sehen, ob da ein Signal synchron mit einem anderen Signal ist. Oder was auch immer. Ein Parameter, den man noch einstellen kann, wäre das Trigger-Delay. Und das kann sowohl positiv als auch negativ sein. Das heißt also, man ist tatsächlich in der Lage, aus dem Speicher heraus natürlich, Dinge, die in der Vergangenheit schon passiert sind, und Dinge zu zeigen, die vor dem eigentlichen Event passiert sind, also im Prinzip in der Vergangenheit im Speicher zurückzugehen. So, das können wir uns hier nochmal anschauen, wie denn das im Detail aussehen kann. Wenn wir hier Trigger uns nochmal angucken und dann hier am Level auch spielen, dann sieht man und hört man, vor allen Dingen sieht man, wie das Signal verschoben wird, weil nämlich die gestrichelte Linie hier den Trigger-Level darstellt. Man kann die ganz jetzt auch noch höher schieben. Entschuldigen Sie, dieses Geknatter hier, das ist der Soundeffekt des Oszilloskops, und wenn man jetzt da oben drüber bringt, dann würde man sehen, dass das Teil jetzt gar nicht mehr triggert, sondern wir haben jetzt noch das Signal, das wir vorher hatten. Schieben wir es wieder ein bisschen zurück. So, dann sehen wir, dass das Signal sich jetzt eben verschoben hat, wir jetzt also fast auf das Maximum getriggert haben hier. Das würde man so nicht machen, das wäre wahrscheinlich ein bisschen zu gefährlich, wenn wir in der Amplitude, das Ding ist nur ein bisschen schwankt, dann haben wir das Ziel, oder haben wir nicht mehr so ein sinnvoll stehendes Bild hier an der Stelle. Können auch hier einfach mal drücken, dass man hier einen Force kriegt. So, jetzt haben wir wieder runtergesetzt. Entschuldigung. Ja, irgendwas wollte ich noch. Trigger Edge. Trigger Delay. Ist noch einstellbar. Aber nicht in dieser Simulation. Eine Frage, die hiermit zusammenhängt, ist natürlich, wie lange dauert es denn, dass ein Signal hier aus dem Bildschirm rausgegangen ist, virtuell praktisch, und das nächste hier aufgezeichnet wird. Also wie lang dauert der Rücklauf hier, bis das Signal von vorne wieder angezeigt werden kann und das Signal im Prinzip von rechts nach links zurückgelaufen ist und das Signal wieder aufgezeichnet werden kann. Und das ist tatsächlich der große Vorteil eines alten analogen Oszilloskops. Da geht das nämlich sehr, sehr schnell. Ruckzuck, einfach nur nachdem der Sägezahn abgebrochen ist und der Sägezahn wieder auf Null ist, fängt die Bildaufzeichnung links wieder an. Das ist bei digitalen Oszilloskopen nicht so. Bei digitalen Oszilloskopen ist das so, hier wurde was dargestellt. So, und dann beginnt das System hier erst einmal wieder mit Datensammeln. Dann werden Daten prozessiert. Und so weiter. Und irgendwann, nach langer, langer Zeit,
beginne die Aufzeichnung hier an der Stelle von links von neuem. So, das heißt also, es kann durchaus sein, dass tatsächlich Datenaufzeichnung und damit auch das ganze Trigger- und Analysesystem nur vielleicht 1 oder 10% der gesamten Zeit aktiv ist und die restliche Zeit ist dazu da, um über die Daten nachzudenken und sie dann eventuell darzustellen. So, und dann kann einem natürlich, wenn man nach seltenen Events sucht, so einiges verloren gehen in der Zeit, in der über die Daten nachgedacht wird.